Das Abenteuer Regionalliga beginnt für die DJK Filzing bei der U23 des FC Augsburg. Die Oberpfälzer wollen sich nach dem Meistertitel in der Bayernliga Nord auch eine Liga höher etablieren und setzen auf einen eingespielten Kader. Die Hausherren haben mit dem Ex-Schweinfurter Tobias Strobel nicht nur einen neuen Coach, sondern wie bei fast allen U-Mannschaften üblich, einen größeren Umbruch zu bewerkstelligen. Ziel ist der schnelle Klassenerhalt und Spieler für das Bundesliga-Team zu entwickeln. Der Auftakt vor den 350 Zuschauern im Rosenau-Stadion gehört aber dann doch recht überraschend den gelb- und schwarz gekleideten Gästen. Der Neuling rotzfrech mit einer ersten dicken Chance durch Tobias Hoch. Und in der 10. Minute zeigt Bundesliga-Schiri Florian Bartstübner nach diesem Einsteigen von Christian Taseski gegen Andreas Jünger auf den Punkt. Ex-Profi Jim Patrick Müller übernimmt die Verantwortung und scheitert zunächst an Felix Schäfer. Aber der Nachschuss ist drin, Filzing also nach 11 Minuten bereits mit dem Regionalliga-Premierentreffer. Und fast wäre sogar ein Doppelschlag draus geworden. Sebastian Niedermayer auf Spitzenwinkel, Keeper Schäfer bis dato bester Augsburger. Aber die Schwaben steigerten sich. Nach genau einer Viertelstunde zeigt der Kopfball von Fabio Gruber, dass sie fortan gewillt waren, auch mitzuspielen. Überragende Parade, by the way, von Keeper Max Putz. Und es wurde auch deutlich besser aus Hausherrensicht. Mehr Ballbesitz, steigender Druck und in der 36. Minute der mittlerweile verdiente Ausgleich durch Hendrik Hofgärtner nach präziser Vorlage von Jordi Wegmann. Aber die Phase vor dem Seitenwechsel gehörte dann nochmals dem Aufsteiger. Zunächst verpasst Jünger das eigentlich fast sichere 1:2. Er zögert zu lange mit dem Abschluss. Aber kurz darauf war es doch soweit. Quasi mit dem Pausenpfiff drischt die Youngster Niedermayer, der letzte Saison noch in der niederbayerischen Bezirksliga kickte, das Leder zur erneuten Filzinger Führung in die Maschen. Doch unmittelbar nach wieder am Pfiff eine kalte Dusche für den Neuling. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld geht schnell bei den Augsburgern. Am zweiten Pfosten ist Wegmann nach der perfekten Flanke von Henrik Kudosu zur Stelle und erzielt den 2:2 Ausgleich. Auch die zweite Hälfte Tempo und abwechslungsreichen Chancen hüben wie drüben. Für die Gäste hätte unter anderem Tobias Kordik das Dritte machen können, ja vielleicht sogar müssen. Auf der anderen Seite scheitert Markus Müller am Quergebäck. Dass sich hier irgendeiner auf dem Ergebnis ausruhte, das kann man wahrlich nicht behaupten. Auch in der Schlussphase. Ein Schlenzer von Niedermayer, der nur knapp sein Ziel verfehlt, und auf der anderen Seite ein strammer Schuss des eingewechselten David Del Erba hatten durchaus das Potenzial zum Lucky Punch. Der gelang aber dann in der 88. Minute, und zwar den Gästen. Einen Konter schließt Joker Thomas Stohwasser, vor der Saison gekommen von der Jahnreserve, zum 2:3 ab. Darauf hatten die Augsburger keine Antwort mehr. Filzing krönt also seinen Premierenauftritt gleich mal mit 3 Punkten. Das Beste am ersten Teil oder an der ersten Halbzeit war, dass wir nur mit dem 2:1 in die Halbzeit gegangen sind. Haben uns in der Halbzeit noch mal so ein bisschen zusammengeschworen, machen dann das 2:2. Da waren wir einen Ticken besser im Spiel, aber jeder Ballverlust hat uns irgendwie wehgetan. Am Ende des Tages wollten wir es dann erzwingen. Dann kommt so ein Ballverlust, dann macht der Gegner es 3:2, was absolut nicht unverdient war. Und jetzt ist es so. Jetzt müssen wir daraus lernen und dann die nächsten Entwicklungsschritte gehen in den nächsten Wochen. Ja, erstes Regionalligaspiel, gleich 3 Punkte. Wir sind natürlich überglücklich. Nichtsdestotrotz haben wir in der Kabine ein Ziel vorgegeben, das waren die 3 Punkte. Die haben wir erreicht, weil wir haben schon ein Selbstbewusstsein jetzt aus der letzten Saison. Und ich habe es den Jungs gesagt, wir haben eine Qualität. Und ich glaube, am Ende des Tages haben wir auf 90 Minuten die besseren Chancen gehabt und deswegen auch verdient gewonnen. Verkorkster Saisonstart also für die FCA-Youngsters, die allerdings auch in der abgelaufenen Spielzeit schwer reinfanden und sich dann aber deutlich steigerten. Die DJK Filzing deutet dagegen ihr reichlich vorhandenes Potenzial eindrucksvoll an.